Hallo und herzlich willkommen zu WOT Live mit dem Silverland und dem Mu. Hallo. Ja, Stockferdi und ich zeige euch heute ein richtig, richtig typisches Game mit einem Stockferdi. Wir gehen nämlich campen. Ich probiere mal was aus. Oh oh. Okay, ich bin gleich alleine und campe alleine. Überhaupt kein Problem. Ja, wir sind wie immer auf dieser verdammten Map. Pokorovka, das ist so ein Standardding. Ich lande hier ständig mit den Tanks, die nicht unbedingt dafür geeignet sind. Ja. Oh, ich wette, ich bin offen. Ich habe leider keine gute Crew. Aber dazu später mehr, sofern ich das hier überlebe. Ja, und ihr seht schon, wir haben auf jeder Seite E75. E75 und diese verdammte Map gehören einfach zusammen. Wenn ich in meinem E75 sitze, ja, kriege ich auch nur diese verdammte Map, nichts anderes. Mann, die sind aber aggressiv, die Scouts von den Gegnern. Das ist normale Aktiv-Scouting, ne? So viele? Ich meine, gut, der T49 war halt dumm, aber sonst. Ja, ziemlich. So, das wird ein lustiges Battle. Wir werden jetzt hier 15 Minuten rumstehen. Wir können eine kleine Wette abschließen. Da ich in einem Stockferdi sitze, mich kaum wehren kann, ziemlich groß bin, keine Lampe habe, wie lange werde ich auf einer offenen Map mit einer S51 überleben? So, schreibt einfach unten in die Kommentare, wann ich denn sterben werde und mal sehen, ob ihr dabei richtig liegt. Zu gewinnen gibt's ein... Ich hätte das Tigerwrack dahingestellt, ey. Ja, ist total blöd. Bin ich letztens mit dem Scouting geblieben. Ja, zu gewinnen gibt's einen digitalen Gummikeks. Also, lasst es euch schmecken. Und ja, kurz zum Stockferdi. Stockferdi ist furchtbar. Der ist ziemlich langsam. Ich habe schon den guten Motor drin. Meine Crew ist annähernd auf 100%. Und wir haben eine Waffe mit 320 Durchschnittsschaden und 200 Pennen. Da braucht es halt noch etwas. Wieso sehe ich den nicht? Ach, da unten ist er. Ach, toll. Größenverhältnisse nicht bedacht. Ja, das Ganze auf einem Fünffach-Event ist nicht immer einfach. Und der Ferdi, ja. Naja, bald habe ich es bis zur Kanone geschafft. Dann geht auch die Winrate wieder ein bisschen höher. Sehr schön. So, irgendwie habe ich aber echt Langeweile. Das ist richtig langweilig hier. Deswegen mache ich jetzt auch mal was Dummes. Ja, ihr seht, ich fahre echt nicht gerne TD. Hinten rumstehen und rumwarten, das ist echt nicht so mein Fall. Gefällt mir überhaupt nicht. Und deshalb spiele ich nicht WOT. So. Hoffen wir einfach mal, dass die IS-3 ganz vorne standen. So, hier müssten wir sie erwischen können, wenn sie nochmal aufgeht. Falls sie jemals wieder aufgeht. Na toll, jetzt geht der E75 auf und ich kann immer noch nicht drauf schießen, wenn ich zu weit weg bin. Aber gut, E75 ist eh so eine Sache. Da werden wir nicht durchkommen mit 200 Pennen. Das ist leider ziemlich, ziemlich schwierig, vor allem wenn er angewickelt ist. Aber gut, ihr wolltet ja einen Stockferdi sehen. Das ist ein Stockferdi und mir gefällt er nicht. Er hat seine Momente, wenn ab und an mal was bounced und ich irgendwas töten kann. Aber noch sind diese rar gesät. Ich hoffe ja, dass es mit der Kanone besser wird. Ein Silver räumt hier einen nach dem anderen weg und ich darf nichts machen, weil ich keine Gun Depression habe, keinen ordentlichen Turm habe, keine ordentliche Panzerung. Hör auf zu wackeln. Juhu, wir haben Schaden gemacht. Erster Schuss ging in den IS-3 wunderbar. 200 Pen reichen. So wie der da steht. Arti ist weg. Sehr gut. Hab ich gesehen. Ja, das hört man öfters, wenn man auf die 75 schießt. Oh, vom IS-3 ist nicht mehr viel übrig. Sehr gut. Unser erster Kill. Das alles mit AP, wohlgemerkt. Wir schießen hier wirklich nur mit AP. Denn, naja, ich werde vielleicht auf Gold wechseln beim E75. Aber mal sehen. Jetzt bin ich schon wieder ganz vorne hier.
Man sieht, ich kann einfach nicht stillhalten mit dem Tank. Das geht nicht. Das ist hinten rumstehen und snipern ist nicht so meine Sache. Manchmal ist es notwendig, gebe ich zu. Aber so macht es mir einfach keinen Spaß. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal den Tiger hier als Deckung nehmen. Mal gucken, was wir hier so finden. Aber ich glaube, ja, T28 ist nämlich rechts. Jetzt ist nur noch der E75 hier. Ich lade mal Gold. Tiger 2 ist auch noch rechts. Jetzt fühle ich mich schmutzig. Okay, deren Komet hat Selbstmord begangen. Sehr gut. So, irgendwo hier war auch noch ein Tiger. Mal gucken, was jetzt hier aufgeht. Der E75 hat sich ziemlich weit zurückgezogen. Ja, wir werden es auf die harte Tour erfahren, wenn wir aufgehen. Jetzt habe ich eine Goldgranate für den Tiger 2 geladen fürs Heck. Na, schön, danke. Und wir bouncen. Ich hasse das. Na, Finger weg von Gold, Leute. Das ist wieder so typisch gewesen. So, versuchen wir es erstmal unten durch. Das war nix. Aber er zeigt uns ja die Seite, das ist sehr nett von ihm. Ja, Vorteil vom Ferdi, also definitiv die Panzerung. Das ist manchmal schon was wert. Oh, Blackbirds. Ah, da waren Blackbirds. Und natürlich der Richtwinkel von 15 Grad nach links und rechts. Das ist sehr, sehr angenehm. Bin mir längst nicht sicher, ob das auch für die große Kanone gilt. Das werden wir aber demnächst sehen, denn ich habe jetzt endlich hier die Fünffach geschafft mit dem blöden Ferdi für heute. Und wir rücken der Kanone immer, immer näher. Ja, ihr seht, 48.000 XP haben wir schon von 63.000. Ja, 63 sind es. Also, ah ja, es wird. Das war eine Runde mit dem Ferdi, mit dem Stock-Ferdi, die ich sogar mal überlebt habe. Wir haben nur 1275 Schaden gemacht, 2 Kills. Das ist halt typisch, wenn man sich da in so eine Position begibt und einfach nichts anderes macht, als hinten zu snipern. Wir decken ja nichts auf, wir supporten nicht. Wir sind einfach nur strunzdoof hinten in der Ecke am Stehen. Ja, wir sehen uns demnächst wieder. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und dann auch mit der großen Kanone. Bis bald, euer Mo. Tschüss.